Der Concorso d'Eleganza an der Villa d'Este gehört zu den traditionsreichsten Schönheitswettbewerben für klassische Autos. Ein Treffen von Geschichte, Design und Leidenschaft. Hier konkurrieren die edelsten Oldtimer der Welt um die Gunst der Fachjury und um die Herzen des Publikums. Natürlich sind hier in Italien vor allem die Ferrari-Klassiker hoch im Kurs. Ich bin Bodi Hage von Real Art on Wheels in Amsterdam, Niederlande. Und wir haben den Ferrari 250 Short Wheelbase von 1960 mitgebracht. Er wurde seinerzeit als Ferrari 250 GT Berlinetta eingeführt. Er hat einen kürzeren Radstand und deshalb nennt man ihn heute nur noch Short Wheelbase. Wenn ein Auto länger ist, ist es sehr stabil. Wenn man also geradeaus fährt, hat man ein Auto mit langem Radstand. Aber wenn man auf einer Rennstrecke ist, hat man Kurven. Und dann ist das Auto viel wendiger, wenn man einen kürzeren Radstand hat. Für das neue Modell verkürzte Ferrari es um 20 cm. Dadurch wurde der Wagen wendiger und ließ sich auf der Rennstrecke besser handhaben. Und deshalb ist die Rennsport-DNA von Ferrari in diesem Auto wirklich präsent. Denn es gab die Autos für die Straße, aber auch die Autos, die auf der Rennstrecke eingesetzt wurden, die oft als Competizione bezeichnet wurden. Dieser Wagen wurde im Dezember 1960 produziert und an seinen ersten Besitzer in Italien ausgeliefert. 62 oder 63 ging er dann nach Amerika. Dort wurde er 1980 von einem niederländischen Herrn gekauft, der ihn 81 in die Niederlande brachte, wo er auf vielen Rennstrecken in ganz Europa unterwegs war. Es ist ein sehr berühmtes Auto für eine Menge Leute in den Niederlanden. Leider ist der Besitzer vor ein paar Jahren verstorben und der Wagen wurde von Bacelli e Villa in Italien komplett restauriert. Zurück zu den originalen Werksfarben in Grigio Fumo und dem Terra Bruciata Lederinterieur, von dem man annimmt, dass es nur ein einziges Auto in dieser Farbkombination gibt, das von Werk so ausgeliefert wurde, wie der Wagen heute ist. Und diese Farbkombination macht das Auto viel eleganter, denn es gab eine Zeit, in der viele Ferraris rot lackiert waren. Leute sagten, ein Ferrari müsse rot sein und ich weiß nicht warum. Denn warum sollte man dieses Auto rot lackieren? Ich meine, es ist in dieser Farbkombination so makellos und schön. Ja, es ist Grigio Fumo. Es ist keine Metallic-Lackierung, non metallizzato. Eine graue Farbe und ja, ich denke, Sie sollten auch einmal einen Blick ins Innere werfen, denn das Innere ist wirklich fantastisch. Dieses Auto hat ein Armaturenbrett, das komplett mit Leder überzogen ist. Es hat einen Competizione-Stil. Die späteren Straßenautos hatten eher einen Komfortsitz. Und dies war der Rennsitz, den man nur in den frühen Autos sah. Ja, der Aschenbecher. Wissen Sie, das macht ihn zum Luxusauto. Damals haben die Leute noch geraucht. Das Auto ist komplett mit allen Originalhandbüchern, Werkzeugen und Papieren. Wir haben viele Fotos aus der damaligen Zeit. Wir haben die komplette Geschichte. Auch die amerikanischen Besitzer. Alle Nummern stimmen überein. Und der Wagen wurde vor ein paar Jahren nach der Restaurierung als Ferrari Classica zertifiziert und nimmt zum ersten Mal am Concorso d'Eleganza teil. Er wurde also schon auf der Rennstrecke gesehen. Aber noch nie bei einem Concorso wie diesem. Der Besitzer wollte ihn zuerst hier zeigen und deshalb ist er jetzt hier. Und danach werden wir ihn wahrscheinlich noch mehr und mehr fahren. Aber ich glaube nicht, dass der Wagen jemals wieder auf eine Rennstrecke zurückkehren wird, weil er jetzt so makellos ist. Und ja, er ist dafür gedacht, auf der Straße gefahren zu werden. Was sehr schön an diesem Auto ist, als wir die Restaurierung durchführten, haben all diese Teile, zum Beispiel die Chromteile, eine Seriennummer. Und sehr oft, wenn ein Auto im Renneinsatz war und einen Unfall hatte, dann wurden diese Teile ersetzt. Aber als wir dieses Auto restaurierten, fanden wir alle Originalkarosserienummern im Inneren des Kühlergrills wieder.
Wir wissen also, dass das Auto zum Beispiel vorne nie in einen Unfall verwickelt war. Auch hier all diese kleinen Chromteile, die Rahmen für die Fenster, sie haben alle ihre eigene Nummer. Und wir haben sie wiedergefunden. Hier sehen Sie das Originalglas. Und was mir an diesem Auto besonders gut gefällt, ist, dass es ein Auto aus den späten 60er Jahren ist. Es hat also die Viertelfenster, die man bei den frühen Autos nicht sieht. Bei den neueren Autos gibt es keinen äußeren Tankdeckel mehr. Dieses Auto hat also noch einen Tankdeckel und einen Lüftungsschlitz. Diese Details sind für mich eins der ikonischen Designmerkmale dieses 250 Short Wheelbase. So schön. Sie sehen die drei Vergaser, der 250er. Wissen Sie, warum der 250er so heißt? Ferrari hat damals seine Modelle nach dem Hubraum der einzelnen Zylinder benannt. Dieses Auto hat also einen 12-Zylinder. Es wird 250 genannt. Der Motor ist also 3 Liter groß, weil er 12 mal 250 Kubikzentimeter hat. Ah, reine Mathematik. Und all die originalen Details, die originalen Stoßdämpfer und all die speziellen originalen Kraftstoffleitungen, die speziell nur für Ferraris hergestellt wurden. Musik, Musik. Die Organisation hier möchte unberührte und fantastische Autos haben. Und wenn Sie sich hier umschauen, es gibt so fantastische Autos. Das Auswahlkomitee hat wirklich fantastische Arbeit geleistet. Denn es ist nicht nur dieser Ferrari 250 GT Short Wheelbase, sondern ein DB4 GT Zagato, der 250 Short Wheelbase Speziale, der 330 GTC, all diese älteren Autos, den Aluflügeltürer. Ich meine, es ist wirklich eine harte Klasse, in der wir konkurrieren müssen. Das Auto ist zwar wunderschön, aber ich meine, und da gibt es noch all diese anderen Klassen, die sehr streng sind. Wissen Sie, sie wollen originale Autos. Wenn sie restauriert sind, sind sie willkommen. Aber sie müssen nach den ursprünglichen Spezifikationen restauriert werden. Sie wollen ja Autos, die echt sind, wissen Sie, und keine Nachbauten oder etwas, das dazwischen liegt.